Ja, das kennen wir auch irgendwoher von Rittern, die einem König ins Feuer gefolgt sind und verbrannten. So, der Weg zum nächsten Boss wäre damit frei. Und wie man sehen kann, wartet hier sogar schon ein treuer Ritter auf uns. Wir sehen von zurückgehen und dann Hurra für Verbündeter. Wie man aber sehen kann, stehen hier vier Stühle, aber nur ein Ritter. Und sie hat ja gesagt, dass mehrere Ritter darauf warten, einem neuen Anführer zu folgen. Und dieser Anführer sind wir. Wir müssen die Ritter nur suchen und sie unter unseren Eid legen. Und da der Sturm jetzt in Ilium-Leus nachgelassen hat, stehen uns neue Wege zur Verfügung. Erst einmal ist das ganze Eis jetzt weg. Mehr oder weniger. Behältnisschild. Ja, wir können uns mal Gegenstände angucken. Erstmal Alvas Seele. Avas Seele. Seele von Ava, dem Diener des Weißen Königs. Jeder der sieben Bestien des Weißen Königs hatte eine spezielle Aufgabe. Ava war mit dem Schutz des Kindes der Finsternis betraut, das der König liebte. Also Alsana, die hier mit uns spricht. Mit der wundersamen Be Seele dieser Bestie können mehrere Seelen erworben oder etwas Kostbares geschaffen werden. Dann haben wir hier das Behältnisschild. Der Schildsteller der Priesterin aus Ilium-Leus da. Von ihm geht eine gewisse Hitze aus, die die Fähigkeit des Trägers erhöht. Die Priesterin, die sich der Besänftigung der alten Flamme widmeten, gibt es nicht mehr. Jo. Gut, das heißt, wir können das Leuchtfeuer mal kurz ignorieren und einfach jetzt die Stadt Ilium-Leus ein bisschen genießen. Denn der Fluch, was heißt der Fluch? Denn der Schneesturm, der auf der Stadt lag, ist gebrochen. Jetzt gibt es nur noch die Orte, die wir uns hier angucken können. Und wir müssen noch mal einmal das ganze Gebiet durchkämmen. Was jetzt ein bisschen zeitaufwendiger wird. Und vor allem schwieriger. Also ja, Ava ist weg. Und ja, Alva ist, hieß der Ritter, der unser Set früher mal trug. Und der hat ziemlich viel hier kaputt gemacht, Ava. Naja, wie man sehen kann, ist der gesamte Frost jetzt weg. Einfach darunter springen und sterben. Nein. Sogar hier der Windhauch, der uns entgegengekommen ist, der hier alles eingefroren hat, ist verschwunden. Jo. Und von hier aus sieht man, jetzt sieht man sie auch, die Leiter, die ich vorhin unsichtbar gefunden hatte, ist jetzt sichtbar. Dank dem Auge der Priesterin, das wir gefunden haben. Gut. Also noch einmal durch Ilium-Leus. Leider sind die Gegner immer noch ziemlich pisst. So, das Problem ist, du bist nicht der Einzige, der hier gleich kommt. Genau. Ja. Ich will fliehen.
So, das wart ihr. Das war das geringste Problem hier. Hi. So, dich abstechen. Und ja, jetzt können wir hier an die Truhe heran. Leiter voraus, aber rechts. Oh. Da gab es auch noch eine Leiter, okay. Ah. Nordwächter Kapuze und so weiter. Gut darüber nachdenken. Ja, da sind wir wieder aus der Außenmauern. Nordwächter Kapuze, Nordwächter Gewand. Das Gewand eines Weisen auf Forosa. In Forosa oder Forossa wurden die Kriegsgötter verehrt und die Weisen, die die Krieger in die Schlacht führten, wurden Nordwächter genannt. Nordwächter erhielten ihre Titel erst, nachdem sie eine lange beschwerliche Reise gemacht hatten. Danach wurden sie als Orakel der Kriegsgötter verehrt. Verlängert Wirkungsdauer Aube-Effekten. Für einen Magiercharakter gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wahrscheinlich das ist eines der besten Rüstungsteile für einen Magiercharakter. So, ab jetzt wird's recht lustig. Au, du. Gut, du bist weg. Oh ja, und ich könnte das Reparaturpulver erstmal wieder wegstecken. So, sie erheben sich nämlich. Die Verlorenen. Hinterhalt voraus, das stimmt. Allerdings, weil hier bist du. Hier warst du. Mal. So, ich werfe mal einen Heilstein ein. Sicher ist sicher. Es kommen hier die Hunde. So. Hier gibt es übrigens nichts mehr Neues. Außer, dass meine Tastatur mal wieder einen Hänger hatte. Oder meine Eingabe. Den haben wir bereits geplündert gehabt. Ja, hier wird's jetzt lustig. Ach, jetzt wird's doppelt lustig. Warum kommt jetzt ja, hallo. Und dann auch noch einer mit einer Sense. Ja, solange ich nah an ihm dran stehe, mache ich da nicht so viel Schaden. Habe ich feststellen dürfen. Oder ich backstab ihn einfach mal. Au, das war gierig. Mhm. Aber er ist fast tot.
So, er ist tot. Mir fällt gerade so auf, ich habe die Seelen noch, die ich vom Bossfight habe. Ja, und ihre Dolche sind etwas magisch. Genau, Gefolgsleute heißen sie. Das waren Gefolgsleute des Ivory Kings. Bevor hier alles eingefroren ist. So, das Problem ist, das Gebiet ist auch aufgetaut. Das heißt, zum einen ist der Gefolgsmann hier aufgetaut. Zum anderen sind die ganzen Gegner, haben die ganzen Gegner hier jetzt ein besseres Schussfeld auf mich. Ernsthaft? Weil der Brunnen war vorher eingeeist. Hohoho. Ja. Oh, ich sehe ein bisschen eisig aus. So, du bist schon mal weg. Du bist auch weg. Oh. Da war jemand hinter mir. Ey. So. Ich benutze jetzt meine Heilung, weil die Estus Flakone könnte ich noch gebrauchen. Oh, drei Reparaturpulver. Sehr gut. Das ist eins mehr, als ich jetzt verbraucht habe beim Bossfight vorhin. Das könnte lustig werden. Wird's auch. Ich bin weg. So, du bist ausgeschalten. Ey. Du auch. Ich hätte es gerne, dass du dich erhebst. Oder will ich einfach so töten?